Neuenkirchens Naturbad im Hahnenbachtal, das etwas andere Freibad. Die Wasserqualität ist hervorragend und das ganz ohne den Einsatz von Chemie. Früher stammte das Wasser, wie der Name schon sagt, aus dem Hahnenbach. Heute bedient man sich aus dem eigenen Tiefbrunnen. Abwechslung ist wichtig auf der gut 1 Hektar großen Anlage. Das Schwimmerbecken ist sogar mit einem Kiesboden ausgestattet. Ganz gemütlich die Seele baumeln lassen, das klappt am besten am Sonnenstrand mit seinen vielen Sonnenliegen. Die Resonanz der Besucher ist toll, wenn das Wetter auch mitspielt. Das ist eben die Sache, das Wetter. Dieses Bad ist eben nicht überdacht oder sonst was, es ist immer wetterabhängig. Aber wenn das Wetter schön ist, dann kommen die Leute auch in Strömen und in Scharen. Also das ist ganz, ganz toll. Und man sieht ja auch die Freude, die hier ist. Die Anlage ist gepflegt und allen macht Spaß hier. Auch den kleinen Gästen wird hier nicht langweilig. Der Grund: eine 31 Meter lange Rutsche im Kinderbecken. Auf dem Spielplatz herumtollen oder matschen an der Wasserstraße, im Freibad kommen die Kleinen auf ihre Kosten. Und das auch noch zu einem erschwinglichen Preis. Ein niedriger Eintrittspreis kommt den Kindern und Jugendlichen entgegen. Sie müssen hier nur 50 Cent Eintritt bezahlen. Und wir möchten gerade den Kindern und Jugendlichen Gelegenheit geben, hier das Bad besuchen zu können, ohne auf den Eintrittspreis besonders achten zu müssen. Sehr wichtig für das Freibad, der 2003 gegründete Förderverein, der in Kooperation mit der Gemeinde Neuenkirchen den Betrieb durch ehrenamtliches Engagement sichert. Ringsherum schließen diese kleinen Bäder, die Freibäder. Und wir sind dazu da, um das zu erhalten. Wir machen die Vorarbeiten, die Nacharbeiten. Wir sind in der Saison hier, machen hier das alles, ich sage mal, vernünftig und schön aussieht und alles gegeben ist. Ob das mit dem Wasser ist, ob das der Rasen ist, ob das die Spielplätze sind, die Sauberkeit. Also dafür sind wir da. Noch bis Anfang September können sich Besucher selbst einen Eindruck von Neuenkirchens Naturbad verschaffen. Also, nichts wie hin, es lohnt sich.